Hallo liebe Serienjunkies, ich möchte heute über zwei vielleicht etwas kontroverse Themen reden, für die ich mir auch zwei Serien ausgesucht habe, zwei Netflix-Eigenproduktionen, und zwar The Innocence und Maniac. Beide Serien, die jetzt erst kürzlich liefen und die ich auch erst vor relativ kurzer Zeit geschaut habe. Und ja, meine zwei Themen sind, oder meine zwei Thesen, besser gesagt, ist, dass erstens der Netflix-Algorithmus mittlerweile gar nicht mehr danach funktioniert, was man geschaut hat und was man gut fand, sondern eine reine Werbestrategie ist. Und ja, meine zweite These lautet, je abgefahrener und pseudokünstlerischer eine Serie ist, desto höher wird sie gelobt, auch wenn sie scheiße ist. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, womit ich gerade im zweiten Teil, worauf ich mich da beziehe, nämlich auf Maniac. Das ist eine Serie, die, ja, interessanterweise in der Presse auch sehr, sehr gespalten aufgenommen wurde, während die eine Hälfte davon redet, dass es ein absolutes Meisterwerk ist und das Fernsehen revolutioniert oder die Art, wie Serien produziert oder ja, aufgenommen werden, ist die andere Hälfte restlos enttäuscht und sagt, das ist wirklich totaler Humbug und Blödsinn. Und ja, ich tendiere eher auch zum Blödsinn. Möchte aber damit anfangen, dass ich diese Serie hauptsächlich deswegen geschaut habe, weil sie mir Netflix empfohlen hat, mit einer angeblichen 99% Übereinstimmung mit meinem Geschmack. Und rückblickend muss ich sagen, ich weiß nicht, woher diese Übereinstimmung kommen soll. Also ich fand die Serie furchtbar, ich habe sie wirklich im letzten Drittel, dann musste ich mich durchkämpfen, um sie überhaupt noch zu Ende zu schauen. Und ich sehe einfach nicht, woher die meinen, dass mir das gefallen könnte. Und deshalb vermute ich fast, dass dieser Algorithmus in der Form gar nicht mehr existiert, weil es hat mal funktioniert. Eine Zeit lang hat es bei mir wirklich funktioniert, dass die Serien, die mir empfohlen wurden, am Ende dann auch die waren, die mir gefallen haben. Aber seit neuestem ist es so, dass oft einfach die Eigenproduktionen, die halt wirklich teuer waren und natürlich deswegen auch an den Mann gebracht werden sollen, anscheinend eine besonders hohe Wertung bekommen. Egal, ob sie zum eigenen Geschmack passen, nur damit man sie schaut. Und ja, diesen Eindruck hatte ich einfach bei Maniac. Das wurde mir so sehr ans Herz gelegt. Und deswegen, also wirklich bloß wegen dieser 99% Übereinstimmung, habe ich es überhaupt angeschaut. Und insofern finde ich das fast eine Frechheit. Aber lass mich kurz überhaupt über die Serie reden. Maniac ist, wie gesagt, eine Eigenproduktion, basiert auf einer, ich glaube, norwegischen Serie, die allerdings eher wirklich Richtung Comedy geht, was hier ein bisschen zurückgeschraubt wurde. Und nach dem, was ich so gelesen habe, auch nur von der Idee her darauf basiert. Also es wurde im Grunde etwas gemacht, was völlig eigenständig funktioniert. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen oder gehört, dass wenn sie es nicht ausgerechnet Maniac genannt hätten, wie eben auch die Originalserie, hätte vermutlich gar keiner überhaupt diesen Vergleich gezogen. So, Maniac handelt von zwei Personen. Einmal Annie, gespielt von Emma Stone, und Owen, gespielt von Jonah Hill, die beide psychische Probleme haben. Also Annie hatte einen großen Streit mit ihrer Schwester und am Ende ist sie bei einem Autounfall gestorben und sie sind mehr oder weniger so mit diesem Streit auseinandergegangen und das hat sie sich nie verziehen und kommt einfach nicht über diese Schwester hinweg. Und Owen hat eine Diagnose Schizophrenie. Er hat Halluzinationen, er sieht Dinge, er weiß nicht, er kann nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden und steht jetzt zusätzlich unter Druck, weil er eine Falschaussage vor Gericht machen soll für seinen Bruder. Beide kommen am Anfang der Serie zu einer Medikamentenstudie, aus unterschiedlichen Gründen, was ich auch gleich noch erklären werde. Bei dieser Studie wird eine Kombination aus Medikamenten und künstlicher Intelligenz genutzt. Das heißt, die Probanden werden an einen Rechner angeschlossen, an eine Maschine im Grunde, die aber offensichtlich tatsächlich empfindungsfähig ist. Und begleitend dazu müssen sie drei Pillen schlucken, also die Pille A, die quasi erstmal das Trauma aufspürt. Pille B war, glaube ich, irgendwie so Abwehrmechanismen und Pille C soll dann so quasi die Konfrontation sein, wo man ja, dieses Trauma überwindet. Und die Idee dahinter ist, dass sie eben durch diesen Computer in diverse Fantasiewelten entführt werden, wo sie mit diesem Trauma konfrontiert werden.
Und am Ende dieser Behandlung, die tatsächlich nur 3 Tage dauern soll, sind sie dann angeblich geheilt. Und das soll angeblich bei jeder Art von psychischer Erkrankung funktionieren. So, Annie schmuggelt sich in diese Studie rein, obwohl sie eigentlich gar nicht geeignet ist. Und zwar, weil sie auf dubiosen Wegen schon an diese Pille A gekommen ist und danach süchtig ist mittlerweile. Und ja, deswegen Nachschub möchte. Und Owen erhofft sich dadurch eben wirklich, dass er endlich Realität von Fiktion unterscheiden kann. Und so richtig weiß ich aber auch nicht, was so seine Beweggründe waren, weil ja, ich glaube, es war eher wirklich so dieser Druck durch diese Falschaussage, die er machen sollte. Und ja, beide kommen eben in diese Studie. Und schon in der ersten Sitzung werden sie mehr oder weniger zusammengeschweißt, weil die künstliche Intelligenz tatsächlich eben, wie gesagt, empfindungsfähig ist. Und am Anfang dieser Studie der eigentliche, ja, der führende Wissenschaftler, würde ich mal jetzt sagen, also der, der diese Studie eben leitet, der stirbt. Und der Computer hatte sich in diesen Mann verliebt und ist natürlich jetzt von Trauer geplagt und weint tatsächlich und dadurch brennen so ein paar Dinge im Inneren durch. Und die 2 Kabel, die eben Annie und Owen mit dem Computer verbinden, die werden auch noch miteinander verbunden und das führt dazu, dass sie in ihren Fantasiewelten immer wieder aufeinandertreffen. Die Serie funktioniert auf 2 Ebenen. Zum einen haben wir diese Fantasiewelten, die völlig absurd teilweise sind, also manchmal so ja, White Trash-Geschichten irgendwie sind. Dann haben wir irgendwie so eine Fantasy-Geschichte, wo Annie dann eine Art Elfe ist. Und wir haben Gangster-Geschichten, also teilweise ziemlich, wo man den Eindruck hat, es wurde einfach nur reingebracht, um diese Art von Geschichte zu erzählen. Und nicht, weil es wirklich was zur eigentlichen Geschichte beiträgt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese quasi Realität, die in einer ja nicht näher bestimmten Zeit spielt. Es gibt so ein paar Elemente, die sehr, sehr futuristisch wirken. Anderes wirkt eher so retromäßig. Also man kann das nicht so richtig verorten. Aber die Technik spricht eigentlich wirklich eher für eine Zukunft und eben auch wegen der künstlichen Intelligenz. Und ja, wir leben einfach so im Labor, wie da so die, wie eben die Fantasy-Welten erklärt werden. Also man versucht irgendwie daraus dann eben die Diagnose zu ziehen und zu zeigen, was ist mit den Leuten los? Und dann ist natürlich auch hinter den Kulissen ein bisschen was los. Und die Probleme, also dass der Computer eben von Trauer geplagt ist, führt dann auch immer wieder zu Problemen, die sich dann immer mehr steigern zum Ende hin, bis es dann eben wirklich fast zum Komplettausfall kommt. Und ja, wie soll ich diese Serie in Worte fassen? Es ist, ich finde sie optisch interessant. Sie spielt sehr stark wirklich mit Bildern und ich habe aber oft das Gefühl gehabt, dass sie inhaltlich völlig leer ist. Und das ist eben das, worauf ich am Anfang angespielt habe. Die Serie ist, sie vermittelt so diesen Eindruck von furchtbarer Tiefsinnigkeit und diese Skurrilität soll ja auch nur so irgendwie darauf hindeuten, dass da eigentlich eine Weisheit drin steckt und am Ende ist es aber irgendwie für mich doch so wie aneinandergereihte Szenen, die so null Bedeutung haben. Und mir ging es eben speziell zum Mitte, Ende der Serie, also ich glaube Folge 7 war das, so, dass da ist dann Annie in dieser Fantasy-Welt und Owen ist plötzlich in so ein Nachwuchsgangster. Und das war wirklich die Folge, wo ich fast eingeschlafen wäre. Und das passiert mir extrem selten bei Serien, weil ich einfach generell zu investiert bin bei solchen Sachen. Aber in dem Fall war ich wirklich so unglaublich gelangweilt. Es hat mich so gar nicht mehr interessiert. Vor allen Dingen, ab diesem Zeitpunkt wurde dann nicht mal mehr versucht zu erklären, was diese Fantasy-Welten eigentlich mit dem Trauma dieser Person zu tun haben. Es wurde einem so als Zuschauer komplett überlassen und man wurde so allein gelassen irgendwie mit dieser Geschichte, die so gar keinen Sinn mehr ergab. Und ich habe eben wirklich diesen Eindruck, dass viele Kritiker, die die Serie so hoch loben, sie deshalb so hoch loben, weil sie eben so kompliziert und so verrückt ist, dass sie das Gefühl haben, oh, das muss bestimmt hochintelligent sein und deswegen ist es super. Das ist so dieses Phänomen, das ich auch oft beim Film 2001 beobachtet habe, den ich persönlich ja unglaublich schlecht finde. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht.
Ich meine, ich sage nicht, dass der Film schlecht ist, aber dass er immer so hochgejubelt wird als großes Meisterwerk, spricht für mich dafür, dass viele einfach meinen, sie wollen nicht zeigen, dass sie ihn nicht verstanden haben, deswegen bezeichnen sie ihn als Meisterwerk und sagen, er ist super. Obwohl er vielleicht eigentlich bloß ein okayer Film ist, der so richtig nicht weiß, wohin er will. Und wie gesagt, das Problem hatte ich bei Maniac auch, oder diesen Eindruck hatte ich da, dass diese Serie irgendwie so nach Prestige irgendwie ist und eigentlich inhaltsleer ist. Also es wurde hauptsächlich deshalb auch gelobt. Erstens mal die Besetzung, wobei ich sagen muss, ich fand eigentlich nur Emma Stone gut. Jonah Hill fand ich furchtbar in dieser Serie. Der schlurft wirklich die kompletten 10 Folgen so komplett gelangweilt durch die Kulissen und zeigt irgendwie so gar kein Interesse. Und ich glaube, das soll schon die Figur sein, die halt irgendwie so halb apathisch da ist. Aber es wirkt auf mich als Zuschauer so, als ob der Schauspieler keinen Bock hatte und einfach das Geld brauchte. Emma Stone ist toll, die ist eigentlich fast immer toll, wenn ich sie sehe. Und sie rettet die Serie auch so ein bisschen. Mein persönlicher Geheimtipp ist allerdings die eine der Wissenschaftlerinnen, Azumi. Die wird gespielt, lass mich nachschauen, ich konnte den Namen nicht merken, von Sonoya Mitsuno. Und die ist einfach großartig. Die ist so richtig dieses Nerd-Girl und sieht auch wirklich so aus mit solchen Brillengläsern. Die ist großartig. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Serie, ich glaube, geschrieben wurde sie nicht von ihm, aber auf jeden Fall Regie geführt hat. Cary Fukunaga, der offenbar ein ganz, ganz großer Name zurzeit ist. Ich persönlich kannte ihn nicht. Tatsächlich war ich erstaunt, als ich jetzt bei Wikipedia extra nochmal nachgeschlagen habe, dass er die Jane Eyre-Verfilmung gemacht hat, die vor ein paar Jahren rauskam, mit Mia Wasikowska und Michael Fassbender, die ich ziemlich gut fand, aber ich habe sie eben nicht mit diesem Regisseur in Verbindung gebracht. Und er wird wohl hochgelobt mittlerweile, soll wohl auch den nächsten James Bond machen. Insofern ist er ein großer Name, aber ich konnte mit ihm bisher nichts anfangen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt rein auf Maniac das basieren wollte, kann ich auch weiterhin nichts wirklich mit ihm anfangen. Insofern, die Serie ist in Teilen grotesk, es sind wahnsinnig schöne Ideen drin. Also es gibt immer wieder so aufblitzende Momente. Ich fand zum Beispiel großartig die sogenannten Ad Buddies. Das heißt, Leute, die einen begleiten und einem die ganze Zeit irgendwelche Werbung mit Werbung zulabern, damit du dir quasi günstiger was leisten kannst. Also das, was im Grunde heute schon technisch möglich ist und auch gemacht wird, wird da so auf eine menschliche Ebene gebracht. Das heißt, man wird nicht mehr am PC oder im Fernsehen mit Werbung zugespammt, sondern neben einem sitzt dann tatsächlich eine Person, die einen Werbung vorliest. Und das ist absolut absurd und großartig. An anderer Stelle hätte das vielleicht auch wirklich Spaß gemacht, aber im Zusammenhang mit dieser Serie war ich einfach nur, also das hat es nicht retten können. Ich war frustriert von der Serie. Ich habe mich durchgequält, weil ich dann am Ende eben wissen wollte, wie es ausgeht. Das Finale war dann auch eher so bla, also irgendwie so nichtssagend. Und ich fand die Serie einfach nur furchtbar. Und sie wird meiner Ansicht nach zu Unrecht so hoch gelobt. Aber ihr könnt mir da gerne widersprechen. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Also ich persönlich konnte mit der Serie wirklich gar nichts anfangen. Auf der anderen Seite wurde dann zum Beispiel so etwas wie The Innocents schon im Vorfeld so ein bisschen klein geredet, weil es ist ja bloß eine Teenie-Serie und es ist halt so ein bisschen seicht und ja. Am Ende ist das aber wirklich die bessere Serie. Sie ist natürlich etwas einfacher gestrickt. Ich meine, es muss ja nicht alles so hochtrabend intelligent sein. Es ist eine relativ geradlinig erzählte Geschichte. Darin geht es um Menschen, die dazu fähig sind, ihre Gestalt zu wandeln. Und es scheint nicht sehr viele davon zu geben. Also es ist jetzt kein Massenphänomen, sondern im Mittelpunkt steht ein Mädchen namens June, das aus ihr unbekannten Gründen sehr, sehr an der kurzen Leine gehalten wird von ihrem Vater. Also sie darf ihr Handy nur haben, wenn sie in der Schule ist. Und sie wird immer sofort abgeholt und darf dann das Haus nicht mehr verlassen. Und sie muss immer irgendwelche mysteriösen Pillen schlucken, die angeblich gegen eine Epilepsie sind, obwohl sie eigentlich nie einen Anfall hatte. Und es ist am Anfang der Serie geplant, dass also der Vater will sie und ihren Bruder
an irgendeinen noch einsameren Ort bringen. Also es ist gerade, sie stehen kurz vor einem Umzug, um dann irgendwo, ich glaube auch nach Norwegen oder sowas, oder nach Schweden, was weiß ich, irgendwo in die Einsamkeit zu ziehen, wo dann wirklich nichts mehr passieren kann. Und June weiß nicht, warum sie so klein gehalten wird. Und natürlich rebelliert sie. Und sie hat einen Freund. Sie ist verliebt in Harry. Der ist ein relativ normaler Junge, der sich zu Hause rührend um seinen katatonischen Vater kümmert. Man erfährt bis zum Schluss nicht eigentlich, was mit dem Vater los ist. Am Ende ist es die große Enthüllung, die eigentlich so für mich auch dieser What-the-fuck-Moment war. Und die beiden beschließen, sie hauen ab. Und das wird dann alles schön geplant und dann hauen sie tatsächlich ab und dann kommen sie, treffen sie unterwegs, also werden sie quasi angegriffen von jemandem und als June ihn berührt, verwandelt sie sich in ihn und der Angreifer kippt einfach um und ist quasi im Koma. Und es stellt sich raus, June hat diese Fähigkeit von ihrer Mutter geerbt, die übrigens verschwunden ist, also keiner weiß zu dem Zeitpunkt, wo sie ist. Ja, und June hat diese Fähigkeit eben geerbt, kann sie aber nicht kontrollieren. Also es ist immer so, wenn sie Angst hat oder irgendwie in Aufregung gerät und sich eingeengt fühlt und sie dann jemanden berührt, nimmt sie dessen Form an. Und wir erfahren dann im Laufe der Serie auch, dass sie eben nicht nur die Gestalt von diesen Personen annimmt, sondern auch ihre Persönlichkeit. Also nicht annimmt, aber zumindest verinnerlicht. Also sie kann sich an Sachen erinnern, die diese Person erlebt hat. Und sie weiß, wie sie sich fühlt. Es gibt noch eine zweite Handlung, die eben von Junes Mutter handelt, Elena, die an irgendeinem auch sehr abgelegenen Ort lebt, bei einem Wissenschaftler namens Holverson, glaube ich. Und der wird von Guy Pearce gespielt, dem einzig bekannten, also mir bekannten Namen dieser Serie. Und der hat da so eine Art Harem sich aufgebaut. Also es ist kein Harem, aber es sind halt tatsächlich drei Frauen, die da bei ihm leben und die alle diese Fähigkeit haben. Und er versucht auf psychologischen Wege, indem er eben diesen Auslöser dieser Fähigkeit quasi beruhigt, ihnen die Kontrolle über diese Fähigkeit beizubringen. Und das kommt dann am Ende alles zusammen, weil June natürlich zu ihrer Mutter möchte und Elena möchte auch, dass sie dahin kommt. Der Punkt ist der, die ganze Geschichte ist natürlich eine Metapher für das Erwachsenwerden. Und ich finde, man kann darauf rumhacken, so viel man will. Ich finde, sie ist sehr gut gelungen, weil es natürlich überspitzt dargestellt ist. Pubertät ist, wenn sich der Körper verändert und man teilweise einfach nicht mehr weiß, wer man ist. Und hier wird das so auf die Spitze getrieben, weil June eben wirklich nicht weiß, wer sie ist, weil sie immer wieder jemand anders sein kann. Und auf der anderen Seite eben auch Harry, der dann immer wieder damit konfrontiert wird, wie sich seine Freundin, die er eigentlich meint zu kennen, verändert. Und eben auch psychisch verändert, weil sie selber sich für ein Monster hält und weil sie eben nicht die Kontrolle darüber hat. Wie gesagt, es ist eine Teenie-Serie. Sie ist an einigen Stellen seicht und gerade dieses ganze Liebesgeplänkel zwischen den beiden ist manchmal etwas nervig. Aber ich finde sie sehr mysteriös aufgebaut und sie ist auch sehr schön gefilmt. Also wirklich eher dunkel mit gedeckten Farben und es ist wirklich alles sehr, ja, düster. Also man hat so manchmal das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr aus dieser Situation. Und ich glaube, das soll eben damit auch verdeutlichen, wie sich diese Jugendlichen fühlen. Hinzu kommt, dass die Schauspieler eben wirklich unbekannte Gesichter sind. Ich kannte keinen davon vorher. Und dadurch sind sie halt unverbraucht und wirken wirklich sehr sympathisch, wie eben Leute aus dem Alltag, die man tatsächlich so kennenlernen könnte. Und das Ende ist ziemlich krass, finde ich, weil es so ein bisschen, einerseits lässt es einen so ein bisschen hängen, weil man so das Gefühl hat, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Ich möchte jetzt an dieser Stelle das nicht großartig erklären. Wenn ihr die Serie gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, wäre es sowieso blöd, es zu spoilern. Aber das Ende ist so ein bisschen, man wird so hängen gelassen. Und auf der anderen Seite eröffnet das aber auch einige Möglichkeiten, die man eben weiter erforschen könnte. Und ich meine, es gibt auch eine zweite Staffel. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, aber ich habe so das Gefühl, als hätte ich gelesen, dass es eine zweite Staffel geben wird. Während Maniac als Miniserie übrigens angekündigt wurde und momentan auch noch als solche gehandelt wird, was natürlich nicht ausschließt, dass nicht doch irgendwann eine zweite Staffel kommt. Aber Innocence ist, glaube ich, wirklich so als Serie angelegt, als laufende Serie. Und wurde mir, ich konnte es leider nicht mehr nachvollziehen, weil es jetzt, entweder jetzt nicht mehr dran steht oder mir nie empfohlen wurde, aber ich hatte das Gefühl, dass mir die Serie nicht so warm empfohlen wurde wie Maniac. Also da bin ich
eher so drauf gestoßen, weil ich das Poster irgendwie interessant fand und mir deswegen mal den Trailer angeschaut habe und dann dachte, sieht ja gar nicht mal so uninteressant aus. Und da war ich wirklich von Anfang bis Ende auch voll dabei. Also da gab es, glaube ich, nicht so den krassen Hänger. Und deswegen ist das jetzt auch von diesen beiden Serien eher so der, also das eher das, was ich als Tipp geben würde. Obwohl es natürlich darauf ankommt, ob ihr mit solchen Teenager-Geschichten was anfangen könnt. Es ist zwar Fantasy, aber es ist eben auf ein jugendliches Publikum zugeschnitten und das spürt man halt teilweise. Aber ja, das ist so mein, das sind meine zwei Themen heute, über die ich reden wollte. Ihr könnt mir gerne mal berichten, wie eure Erfahrungen mit diesem Netflix-Algorithmus sind. Ob ihr wirklich das Gefühl habt, dass die Sachen, die euch empfohlen werden, euren Sehgewohnheiten entsprechen oder ob es eigentlich nur darum geht, die besonders teuren Serien an den Mann zu bringen. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne erzählen, wie ihr diese beiden Serien fandet und ihr könnt immer gerne Tipps dalassen, was ich mal schauen könnte. Das war es dann aber auch eigentlich schon für dieses Mal und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Ihr könnt mir gerne einen Thumbs up dalassen und wir sehen uns dann an dieser Stelle mit was auch immer wieder. Also ich habe jetzt momentan noch keine Pläne. Ich schaue gerade wieder Gilmore Girls zum dritten oder vierten Mal, ich habe keine Ahnung. Ich schaue auch Deep Space Nine zum mittlerweile dritten oder vierten Mal. Gerne kann ich darüber mal ein Video machen, wie sich Serien verändern, wenn man sie mit gewissem Abstand nochmal sieht. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber ansonsten lasst euch überraschen, was als nächstes kommt und ja, bis bald.